Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Herzlich willkommen hier in St. Ansgar. Wir feiern Allerheiligen. Allerheiligen? Ist das überhaupt etwas für Evangelische? Die haben noch gar keine Heiligen. Doch, haben wir. Aber anders, als ihr wahrscheinlich denkt. Also seid gespannt. So feiern und singen und beten wir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir verzweifeln nicht, denn unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lasst uns beten. Guter Gott, die Welt ist oft so unheilig, so zerbrechlich. Das haben wir schon lange nicht mehr so deutlich gespürt wie in diesem Jahr. Wir brauchen ein wenig Glanz, ein wenig Licht, vor allem wenn Tag und Seele trübe werden. Sei du bei uns in diesem Gottesdienst und stärke uns. Amen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg, und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Wunden heilt, Trauer
einander teilt. Selig seid ihr, wenn ihr Krüge füllt, Hunger und Durst füreinander stillt. Selig seid ihr, wenn ihr Fesseln sprengt, arglos und gut voneinander denkt. Selig seid ihr, wenn ihr Schuld verzeiht, Stütze und Halt aneinander seid. Es war schon besonders, diesen Sommer Urlaub in Utrecht zu machen, der Stadt, in der ich vor 20 Jahren studiert habe. Und natürlich führte mich einer meiner ersten Wege direkt zum Dom, dieses prachtvolle Gebäude, das seit der Reformation evangelisch ist. Drinnen habe ich gleich vieles wiedererkannt, von früher die bunten Bleiglasfenster, die Bänke, die imposante Orgel, der Altar. Und dann entdeckte ich hinter dem Altar etwas, was ich schon wieder vergessen hatte. Da ist eine große Leinwand. Und auf dieser Leinwand sind in kunstvoller Schrift die Namen von 100 Heiligen geschrieben. 100 Heilige, an die die Domgemeinde in den Abendgebeten immer wieder erinnert. Der heilige Benedikt, St. Martin. Aber da stehen auch Namen wie Dag Hammarskjöld und Dietrich Bonhoeffer, Johann Sebastian Bach, Paul Gerhardt und Hugo Distler. 100 Vorbilder im Glauben. Die Reformatoren rund um Martin Luther haben die Heiligenverehrung strikt abgelehnt. Sie haben gesagt, wir brauchen keine Heiligen anzurufen, damit die bei Gott ein gutes Wort für uns einlegen. Wir können nämlich alle direkt zu Gott beten. Wir brauchen diese Zwischeninstanz nicht. Heilig ist, was zu Gott gehört. Aber weil wir Christen seit unserer Taufe alle zu Gott gehören, sind wir alle Heilige nach evangelischem Verständnis. Und wenn wir im Glaubensbekenntnis von der Gemeinschaft der Heiligen sprechen, dann meinen wir nicht irgendwelche Menschen oder Typen hoch oben auf Wolken mit goldenen Heiligenschein. Nein, dann meinen wir die Gemeinschaft in der Kirche, die Gemeinschaft in unseren Gemeinden. Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Und zu allen Zeiten gab es immer wieder unter uns Menschen, die von Gott besonders begabt waren, mit Begabungen, mit Talenten. Und die diese besonders zum Blühen und Entfalten brachten und so zu Vorbildern im Glauben für uns wurden. Ob sie nun Bach hießen oder Bonhoeffer. Wir sind die Heiligen und unter uns sind immer wieder die Vorbilder im Glauben. In der vorletzten Woche waren wir mit 51 jungen Heiligen in der Stadt unterwegs. Wir haben ein Konfi-Camp gemacht, nicht in Cuxhaven, sondern wir waren hier vor Ort in Oldenburg. 5 Tage lang sind 51 Jugendliche und dazu noch 18 Teamer und Teamerinnen auf der Suche gewesen nach dem Glauben und haben die großen Themen des Glaubens behandelt. Und dabei haben wir auch einige Vorbilder entdeckt. Am Mittwoch, da sind wir ins Kino gegangen und haben einen Film gesehen über Greta Thunberg. Ich würde nicht sagen, dass Greta Thunberg eine Heilige ist, aber ich war echt beeindruckt, wie zielstrebig sie ihren Weg verfolgt. Und wie sie tatsächlich es geschafft hat, mit Fridays for Future eine ganze Generation zu mobilisieren. Am Donnerstag waren wir dann im Theaterlaboratorium. Pavel Möller-Lück hat uns Ausschnitte aus 3 Stücken gezeigt. Im letzten Stück ging es um Janusz Korczak, ein Arzt, ein Kinderarzt, der im Warschauer Ghetto ein jüdisches Kinderheim geleitet hat. Und der aus Liebe zu diesen Kindern, für diese Kinder alles getan hat, bis zur letzten Konsequenz. Janusz Korczak, ein Heiliger?
zumindest nicht weit davon entfernt. Und unsere 51 jungen Heiligen waren wirklich beeindruckt. Es ist gut, dass wir Vorbilder im Leben haben. Es ist gut, dass wir Vorbilder im Glauben haben. Einer meiner Lieblingsheiligen ist in der letzten Zeit der heilige Ansgar geworden. Seitdem ich hier an St. Ansgar Pastor bin, habe ich mich mit seinem Leben ein wenig mehr auseinandergesetzt. Und die Geschichte geht so. Als Erzbischof Ansgar in Bremen im Jahr 865 starb, hat sein Schüler Rimbert sofort angefangen, die Biografie aufzuschreiben. Er beschreibt, wie Ansgar als Missionar nach Skandinavien ging, wie er ganze Völker zum Christentum bekehrte, wie er zurückkam und von Kaiser Ludwig das Erzbistum Hamburg geschenkt bekam und erster Erzbischof in Hamburg wurde. Dann wurde er noch Bischof in Bremen, ein Doppelbistum sozusagen, und so weiter und so fort. Rimbert lobt seinen Meister Ansgar geradezu in den Himmel. Und so ist es kein Wunder, dass einige Zeit später Ansgar auch heilig gesprochen wird. Allerdings scheint Rimbert es mit der Wahrheit nicht so ganz genau genommen zu haben, wie man erst vor wenigen Jahren entdeckt hat. Vor ein paar Jahren gab es nämlich eine Ausgrabung in Hamburg. Man hat die Überreste der Hammerburg freigelegt. Das ist die Siedlung aus dem 9. Jahrhundert zur Zeit Ansgars, die zur Keimzelle der Stadt Hamburg wurde und die ihr den Namen verliehen hat. Die Hammerburg ist tatsächlich nur eine ganz kleine Siedlung gewesen, ungefähr 12 Häuser, rundherum mit einer Befestigungsmauer. Und das Merkwürdige ist jetzt, dass von diesen 12 Häusern keines eine Kirche ist, geschweige denn ein Dom oder ein Bischofssitz. Es gab keine Kirche in Hammerburg. Und so war Ansgar höchstens ein kleiner Priester, der vielleicht vor den Toren der Stadt eine kleine Holzkapelle hatte, aber auf keinen Fall Bischof. Und die kaiserliche Ernennungsurkunde zum Bischof? Die ist tatsächlich gefälscht. Einige Zeit später erst ist sie entstanden. Und offensichtlich war Ansgars Arbeit auch nicht immer so erfolgreich. Es gibt Berichte, dass die Skandinavier kaum, dass Ansgar das Land verlassen hatte, wieder fröhlich zum Heidentum zurückkehrten. Ich mag Ansgar. Ich finde, er passt zu uns Evangelischen. Er war alles andere als perfekt. Und er war eben nicht immer erfolgreich. Kurzum, er war ein Mensch wie wir. Und mir persönlich ist so ein menschlicher Heiliger viel lieber als ein glatt polierter Heiliger hoch oben auf seinem Sockel. Und ich bin echt beeindruckt, als ich die Gebete von Ansgar lese. Denn die sind tatsächlich überliefert, ein ganzes Buch voll. Da ist so viel Gottvertrauen, das trotz aller Misserfolge durch die Jahrhunderte durch mir entgegenstrahlt. Und so habe ich mich entschieden, mir für mein Büro auch ein Bild vom Ansgar anzuschaffen und aufzuhängen. Und es ist ein Bild mit einem Augenzwinkern geworden. Das Original hängt in Hamburg. Aber das hier ist eine Bearbeitung, die für die Documenta erstellt wurde. Documenta, ihr wisst schon, Entenhausen begegnet der hohen Kunst. Und es ist auch hier der heilige Ansgar dargestellt mit seiner Ente. Mit einem Augenzwinkern holen wir Evangelischen die Heiligen herunter von ihren hohen Podesten. Es sind Menschen, Menschen wie wir. Aber viele von ihnen, so wie Ansgar, sind echt tolle Menschen, wahre Vorbilder. Amen. Und
glaubten doch, dass Gottes Hand sie bis dort geleitet, in einem besseren Vaterland die Stadt für sie bereitet. Sein Name sei gelobt, er ließ sie sicher gehen. Kommt, singen wir im Chor mit allen Heiligen. Sie zogen aus wie Abraham, als er den Ruf vernommen, der wusste nicht, wohin es ging und wann dort anzukommen. In Gottes Namen starben sie und wussten nur das eine: Gott schämt sich nicht, ihr Gott zu sein, ihr Weg ist auch der seine. Sein Name sei gelobt, er ließ sie sicher gehen. Kommt, singen wir im Chor mit allen Heiligen. Vom Dienst der Erde freigekauft, ruhen sie von ihren Werken, doch reden sie und zeugen noch den Glauben uns zu stärken, dass wir in Hoffnung und Geduld den Weg zu Ende gehen, einst mit dem heiligen Wandervolk und Gottes Liebe sehen. Sein Name sei gelobt, er lässt uns sicher gehen. Kommt, singen wir im Chor mit allen Heiligen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, immer wieder berufst du Menschen in deinen Dienst, schenkst ihnen Gaben und gibst ihnen Kraft, ihren Weg zu gehen. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich für alle, die von dir und deiner Liebe erzählen und für alle, die deswegen verspottet oder sogar verfolgt werden. Erbarme dich, Gott. Wir bitten dich für alle, die Angst vor Corona haben, für alle, die jetzt immer wieder Entscheidungen treffen müssen, für alle, die unter den Einschränkungen leiden und für alle, die erkrankt sind. Erbarme dich, Gott. Wir bitten dich für alle, denen das Leben so übel mitgespielt hat, dass sie hart werden, dass sie keine Perspektive sehen und dass sie den Glauben an dich verlieren. Erbarme dich, Gott. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, für die Jungheiligen genauso wie die Altheiligen, für die neue Pastoren, die wir bald bekommen werden, für alle, die sichtbar oder unsichtbar hier bei uns an deinem Reich mitbauen. Erbarme dich, Gott. Und mit Christen in aller Welt und zu allen Zeiten beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit allen Heiligen beten wir dich an. Sie gingen auf dem Glaubensweg voran und ruhen in dir, der unseren Sieg gewann. So empfangt den Segen unseres Gottes. Gott segne euch und Gott behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.